guten Tag. Ihr habt uns lange Löcher in den Bauch gefragt. Was zum Teufel ist Erythrit und warum zum Teufel mischt ihr immer Xylit und Erythrit? Wir haben euch immer wieder versprochen, wir machen ein Erklärvideo. Jetzt ist es soweit. Ja, we did it. Yay. Lang darüber gesprochen, aber jetzt sind wir soweit. Ja. Unser Erythrit-Erklärungsvideo. Ja. Puder Erythrit. Erythrit sagen wir deswegen, weil es besteht aus Erythrit und Xylit. Stevia erwähnen wir nicht in dem Namen, aber deswegen Erythrit. Und ja, wie gesagt, Stevia ist auch drin. Wir benutzen unsere eigene Mischung hier aus diesen drei Süßstoffen. Und zwar 50% Erythrit, 50% Xylit und pro 100 Gramm ungefähr ein Teelöffel oder ein halber Teelöffel Stevia, je nachdem, wie stark dein Stevia ist. Das machen wir einfach deswegen, weil uns diese Mischung so am besten schmeckt. Ja. Du kennst es sicher, du hast Erythrit schon mal pur probiert wahrscheinlich. Das hat so einen etwas kühlen Nachgeschmack. Also ich finde einen sehr extrem kühlen Nachgeschmack. Ja, ein bisschen, je nachdem. Und es ist auch nicht ganz so süß wie Zucker. Das heißt, man bräuchte mehr. Es sind ungefähr 75% Süßkraft. 80%. Dann halt 80. Ja, zwischen 75 und 80. Ja. Wir haben immer das Problem, dass wenn wir ein Rezept haben, wo mindestens 100 Gramm Erythrit verlangt sind, dann kratzt das bei uns im Hals so richtig. Und deswegen habe ich nach einer Alternative gesucht. Zweite Komponente, wie gesagt, Xylit. Xylit alleine ist zwar auch ganz cool, hat auch einen gewissen Eigengeschmack, nicht so stark wie Erythrit zugegeben, aber hat trotzdem eine leichte Blutzuckerauswirkung, das muss man ehrlicherweise sagen. Also ganz neutral ist es nicht. Und durch diese Mischung, genau, die fehlende Süße vom Erythrit gleichen wir dann durch das Stevia aus. Und dieses Bittere vom Stevia wird durch die Mischung der anderen beiden Süßstoffe auch neutralisiert. Neutralisiert. Davon merkt man nichts. Genau, und was das Stevia aber auch macht, du kannst, wenn du kein Xylit zu Hause haben willst, weil du Hunde zu Hause hast, weil für Hunde ist Xylit gar nichts, dann kannst du auch Erythrit mit Stevia mischen. Das nimmt dann, das Erythrit nimmt das Bittere vom Stevia und das Stevia nimmt das leicht Kühle vom Erythrit. Wir schmecken etwas. Wir schmecken das Kratzen immer noch raus, deswegen mischen wir alle drei. Mhm. Aber wenn du sagst, du willst zu Hause kein Xylit haben, dann kannst du auch die beiden mischen. Es geht genauso. Wobei aus meiner Sicht ist es dann eher noch eine Frage, wie man damit umgeht, weil die meisten Haushalte mit Hunden haben auch Schokolade zu Hause und Theobromin ist genauso schädlich für Hunde. Trotzdem, wenn du sagst, du möchtest auf der sicheren Seite sein, nimmst du nur die zwei gemischt, würde ich aber auf jeden Fall empfehlen. Also mildert das Ganze schon ab. Mhm. Zum Xylit noch, Erythrit ist kalorienfrei, hat 0 Kalorien und Xylit ungefähr 40%. Ich glaube, auch da scheiden sich die Geister etwas. Ja. Es gibt keine so richtig offizielle Aussage, aber man muss ein bisschen was anrechnen an Kohlenhydraten, an Kalorien und man hat auch eine gewisse Blutzuckerauswirkung. Genau. Deswegen ist Erythrit eigentlich die bessere Wahl, aber rein geschmacklich reicht es uns nicht. Xylit und Erythrit sind so, wie sie normalerweise geliefert werden, also wenn es nicht extra zu Puder zermahlen wurde, relativ grobkörnig. Also was heißt relativ grobkörnig? Ungefähr so wie normaler Haushaltszucker, aber lösen sich beide relativ schlecht in Wasser. Erythrit ganz schlecht, Xylit etwas besser, aber wirklich noch nicht gut. Und das ist auch ein Problem beim Backen. Deswegen mahlen wir das zu Puderzucker. Das sieht dann so aus. Puder-Erythrit, so nennen wir das halt. Ja. Und das, wir jagen das im Regelfall einfach durch einen Thermomix. Geht auch mit einem Multizerkleinerer. Ja. Mixstab geht nicht, habe ich probiert. Aber ein Multizerkleinerer in kleinen Mengen funktioniert das. Und das löst sich gut auf. Ja, also man merkt es halt nicht mehr, weil es halt schon pulverisiert ist. Ja. Der einzige Nachteil, ich glaube, es ist das Xylit, aber das, wie gesagt, wir machen ein eigenes Xylit-Video, zieht sehr viel Wasser. Und deswegen klumpt das immer. Aber da, wenn du mit dem Löffel oder mit dem Finger so ein bisschen durchgehst, dann löst sich das wieder auf. Und das ist der Grund, warum wir Xylit und Erythrit mischen und zu Pulver zermahlen. Genau. Und zwar in jedem einzelnen Backrezept. Ja,
Wenn du aber jetzt nur eins dieser Süßen zu Hause hast, also entweder nur Erythrit oder Xylit, Stevia lassen wir da außen vor, dann kannst du in jedem unserer Rezepte die komplette Menge an entweder Erythrit oder nur oder Xylit nehmen. Also wenn da 50 Gramm Erythrit stehen und 50 Gramm Xylit, dann kannst du einfach 100 Gramm Erythrit oder 100 Gramm Xylit nehmen. Beim Erythrit musst du halt gucken, ob es dir süß genug ist, dann kannst du mit Stevia noch ein bisschen ausgleichen. Das ist alles. Also ja, du kannst die im Prinzip untereinander austauschen. Das geht. Ja. Genau. Außer bei den gebrannten Mandeln, da ging das nicht. Da ging das nicht. Da haben wir nur Xylit verwendet. Das ging für uns besser. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Aber genau. Ja. Ja. Das ist das Geheimnis. Voll das Geheimnis. Ja, total. Ja, fertig. Ja, ohne irgendwas gekocht zu haben. Wir haben nicht mal was. Wir haben bei diesen stundenlangen Drehen nicht mal was zu essen rausbekommen. Es ist so furchtbar. Wir können nichts probieren. Wir können nur dich fragen, ob du mehr solche Erklärvideos haben möchtest. Also auch zum Beispiel, was ist Zucker? Was ist Zucker? Was ist Erythrit? Was ist Xylit? Was ist Mandelmehl. Santan. Ja. Guarkernmehl und. Also Dinge, die man in der normalen Küche oft nicht benutzt. Selten benutzt, oft nicht. Ist das gleich wie selten? Egal. Ja. Oder auch andere wie Stoffwechsel. Was ist Insulin? Genau. Lauter so Zeug. Wenn du das willst, schreib's in die Kommentare. Genau. Und stell Fragen. Das ist wichtig. Und klick auf die Umfrage da überm i. Da steht nämlich ja oder nein. Wenn du ja sagst, dann. Ja, da, ich guck da. Ja, guck. Deine Ecke. Wenn du ja sagst, dann sollen wir, dann willst du so Erklärvideos. Wenn du nein sagst, dann willst du die nicht. Genau. Oh Gott. Oh Gott. Wir gehen jetzt Dinge mit Xylit bestreuen. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen da und ein Abo, wenn du noch nicht hast, damit du nicht verpasst, falls doch so Erklärvideos kommen sollen, dann kriegst du das mit, wenn du die Glocke drückst. Und da neben uns kommt noch so ein Video auch von uns. Und schreib in die Kommentare, ganz viel Kommentare. In dem Video da drüben geht es wahrscheinlich um Essen. Mit Sicherheit. Und wir gehen jetzt... Ich mache uns was zu essen. Egal. Tschüss.